So, jetzt zu dem Teil, wie habe ich den ganzen Kram ausgerechnet? Ich habe es bunt gemacht. Ich habe es schon mal vorher aufgeschrieben. Das würde sonst zu lange dauern, das Schritt für Schritt aufzuschreiben. Aber, also fangen wir an mit B. B war ja die leichteste Formel, also das molare Volumen, das kritische, durch 3. Leute, nur eine Empfehlung, schreibt euch immer alles hin. Schreibt lieber eine Zeile mehr, ihr macht weniger Fehler. Tippt nicht gleich mit dem Taschenrechner wild drauf los. Hier wäre es nicht so schlimm, sonst schon. Also, fangen wir an. Wir schreiben die Formel zuerst hin, setzen dann ein. Die Werte sind bekannt, die dunkelblauen. Nur die 3 und der Bruchstrich einfach abschreiben, Taschenrechner ausrechnen. Jawohl. In der Literatur habe ich den Wert 0,0318 Kubikdezimeter pro Mol, Kubikdezimeter und Liter ist das gleiche, gefunden. Passt. Ne? Also habe ich ganz gut hingekriegt. Ich meine, 0,096 durch 3, das kann man im Kopf. Gut, zu A. Das ist eigentlich auch nicht schlimm. Formel hinschreiben, das sind die einzelnen Größen. Formel nochmals abschreiben. Hier habe ich bloß diese starren Zahlen, die Konstanten 27 durch 8, hingeschrieben und dann habe ich eiskalt eingesetzt, habe einen langen Bruchstrich gemacht und auch Joule pro Mol und Kelvin, ne, wie sich R auch gehört als Gaskonstante hingeschrieben, auch die Liter pro Mol, kein Problem, tat nicht weh. So, nebenbei habe ich festgestellt, jawohl, die Kelvins, die kürzen sich raus, das ist schon mal schön und ich werde dann später Mol mal Mol, ne, hier steht ein stilles Mal, die werde ich dann als Mol zum Quadrat zusammenfassen. Ne? Hier habe ich sie nochmal hingeschrieben. So, jetzt, wo liegt der Trick? Grundsätzlich, das hat mir mein alter Physiklehrer früher beigebracht, alle Zahlen nach vorne. Leider habe ich die 10 jetzt nicht nach vorne geschrieben. Ich sage auch gleich warum. Aber wenn ich alle Zahlen habe, dann kümmere ich mich um die Einheiten zum Schluss. Und normalerweise wird ja in Kilopascal und Dezimeter hoch 6 pro Quadratmol angegeben. Und das sieht hier überhaupt nicht so aus. Denn wenn ich diese, das kommt aus den Litern hier, aus diesen, wenn ich diese Kubikdezimeter mal Dezimeter nehme, dann bin ich erst bei Dezimeter hoch 4. Wie ich dazu komme, sage ich gleich. Also, ne, ein Liter ist ein Kubikdezimeter und ein Joule ist ein Newton pro Meter. Das kann ich ruhig hinschreiben. Und ein Newton pro, nicht pro Meter, Newton und Meter. Newton und jetzt schreibe ich statt Meter 10 Dezimeter. Weiß man ja. Eventuell werde ich mal links hier anfügen, wie man mit so einem Kram umgeht und so weiter. Einheiten, auch SI-Einheiten ineinander umwandeln und so weiter. So, jetzt habe ich also praktisch diese Joule als Newtonmeter, aber nicht als Newtonmeter, sondern als Newton und 10 Dezimeter hingeschrieben. Aber das reicht mir ja noch nicht. Jetzt muss ich einen kleinen Trick anwenden. Ich muss ja irgendwie auf Pascal kommen. Pascal ist ein Newton pro Meter, Quadratmeter, das wissen wir. Ja, schön. Und trotzdem, wenn ich hier nur Pascal hinschreibe, das kann ich nicht machen. Ich muss ja Newton. Ja, das macht nichts. Ich schreibe einfach das Newton, was hier schon dasteht, ne, was aus dem Joule entstanden ist, hier aus Newton und die 10 Dezimeter. Dieses Newton, das erweitere ich einfach oben und unten mit Quadratmeter. Dann habe ich hier, das hier, ist dann wieder mein Pascal. Und aus den Quadratmetern mache ich 100 Quadratdezimeter. Das heißt, die schreibe ich einfach dahinter. Das ist ja meine Erweiterung eigentlich gewesen, damit ich überhaupt Pascal schreiben kann. Also hier, das durchdenken bitte, haltet das Video an, durchdenkt das und dann wisst ihr, dass man durch so einen einfachen Erweiterungstrick und noch ein bisschen umformen, dass man das dann hinkriegt. Und jetzt habe ich Dezimeter hoch 3 mal Dezimeter hoch 1 mal Dezimeter hoch 2, macht insgesamt Dezimeter hoch 6. Und meine Pascal habe ich auch und die Quadratmol auch. Und der Rest des Taschenrechners, die 10 nicht vergessen. Und dann komme ich auf diese Wert hier, 137.388,6 mit der richtigen Einheit. Und da das gerne in Kilopascal angegeben wird, ne, Kilo heißt 1000, also Komma, tak, 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 3 Schritte nach vorne, Kommaverschiebung, vielleicht werde ich das nochmal hier hinten anschreiben. Dann habe ich durch pure Schreiberei und der Rest hier Taschenrechnerei, habe ich mein ganzes Ergebnis so hinbekommen. Jetzt zum Schluss werde ich links anfügen, wie ich auf diese Formeln hier gekommen bin. Also die beiden, die muss ich auch aus der Van der Waals Gleichung irgendwie entwickelt haben. Die Aufgabe hieß ja, und auch dazu werde ich dann nochmal einen Link machen, hieß ja so. Das könnt ihr euch aber, die Erklärung hierfür könnt ihr euch per Video besser angucken, das ist nicht das Problem. Jetzt haben wir den ganzen Kram soweit reinrechnerisch fertig und für das Ergebnis. Und das macht Sinn, da es mit der Literatur eigentlich ganz gut übereinstimmt.
So, jetzt müssten die Links erschienen sein und ich hoffe, ihr habt diese Vorgehensweise verstanden. Denn wenn man es so schön tippeltappeltour, lieber Zeile für Zeile macht, kann man sich nicht verhauen. Ich hoffe, dass ihr es so auch macht und wünsche euch das, dass ihr es das auch verstanden habt. Denn das ist ja mein Ziel. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Video oder zu dem anderen.